Und damit herzlich willkommen zurück zu Knights and Merchants. Ein zerstörtes Königreich lautet die Kampagne. Mission 7. Nachdem wir Mission 6 so mit... reden wir nicht über den Nahrungsmangel, ja? Okay, dankeschön. Mission 7. Sind wir nochmal gespannt. Diese heimtückischen Feinde haben das ganze Eisen von Maul gestohlen. Doch in den Feldlagern haben wir herausgefunden, dass die Karawane in Richtung Hauptstadt unterwegs ist. Der Winter hat Sekino erreicht und die Gewässer sind gefroren. Diese Umstände könnt ihr euch zunutze machen, um die feindliche Karawane zu überfallen und über das Eis zu fliehen. Das ist genau die Mission, an die ich mich erinnere, die ich so hasse. Die ich echt so kacke fand dann. Oh Gott, nein. Sollten des Königs Vorhersagen korrekt sein, müsste eine Karawane hier vorbeikommen. Lasst uns eine gute Position für einen Überfall finden. Ja, Gott. Ich weiß ganz genau. So. Wir haben die Güter, aber wir haben auch die Patrouille alarmiert. Ihr Streitkräfte werden bald hier sein. Flieht über das Eis und brecht es. Dann können sie uns nicht mehr folgen. Ja, irgendwie hier muss man so oder so. Ja, das Problem ist jetzt nur... Ja, diese ganzen Einheiten jetzt auf uns warten. Gucken wir doch einfach mal. Ja. Das wird... Huch. So weit wollte ich nicht zurück. Kann aber sein, dass sie das angepasst haben mittlerweile, dass man hier so auch mehr klarkommt. Und nicht sofort verfolgt wird oder so. Auch wenn es eine sehr kleine Map ist. So. Ich gucke ganz halt auf die Minimap, das ist mein Problem. So, gucken, ob da von da unten was kommt. Nee, das Zeitlimit wurde auf jeden Fall erhöht. Oder es gibt kein Zeitlimit mehr, keine Ahnung. Eins von beidem. Das heißt, es ist einfach nur mit den Einheiten, die wir noch haben, übrig. Ja, auskommen. Oder ab einer bestimmten Stelle kommen die erst. Kann auch natürlich auch sein. Oder die kommen gar nicht, ich weiß es nicht. Jetzt sind sie da. Und mit denen, dagegen kommt man nicht an. Streitkräfte sind eingetroffen. Wir müssen uns beeilen, Männer. Ja, ich ist mir bewusst, sehr, sehr bewusst. Wie sagt man? Nein, man kann die nicht besiegen. Kann die höchstens ablenken. So. Wir müssen hier runter. Runter, weiter. Ach, die Musik. Macht mich jetzt schon kirre. So, kommt runter. Ist da noch mehr, oder? Sie haben eine Blockade errichtet, durchbrecht sie. Ja, es ist in Ordnung. Ich versuch's. Ne. So, weiter runter. So. So. Runter. So. Hallo? Warum? Ihr habt dich doch besiegt. Hä? Hallo, ich war auf dem Eis. Okay, ich versuche die Mission nochmal vorne.
Hä? 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 Oh, hallo, Flagge. Ja, nee, ich nenne die Folge einfach her. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum habe ich jetzt auf einmal gewonnen, obwohl ich... Nee, wiederum, ich nehm's hin. Ich nehm's hin. Das erste Mal, ich bin auch ein bisschen... Genau zu diesen... Da, die Mission 7 habe ich nie geschafft. Ich kann mich auch an die ganz andere Mission nicht mehr erinnern, ganz ehrlich. Gott. Habe ich einfach nur durchgecheatet oder so? Ich weiß es nicht. Wo ich mir sagte, nee, das schaffe ich irgendwie nicht. Nee. Naja, wie dem auch sei, wir haben Mission 7 geschafft. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Und falls ihr nicht abonniert habt, auch bitte dies. Ich kann es auch schneller sagen. Wenn ihr mir 2 Likes da lasst, dann sage ich das noch schneller. Im nächsten Part. Nee, dann schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ihr 2 Likes da lassen habt oder so. Auf jeden Fall nur bis zur nächsten Folge.